Wollen heute über das Thema Mobbing oder Hass oder negative Kommentare im Netz sprechen, aber keine Sorge, das wird hier keine bedrückte Trauershow. Wir quatschen einfach drüber, aber vorab wollen wir doch mal einfach mal kurz bequatschen, was diese Woche alles so passiert ist. Das ist jetzt, was wir neu einführen und mal gucken. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob euch das gefällt. Schatz, was ist diese Woche bei dir passiert? Ich habe viel zu tun auf der Arbeit und komme relativ spät nach Hause. Ja, noch später als sonst. Und bei dir? Ich habe die Reisepässe der Kinder fertig gemacht, damit Sardinien unserem Urlaub nichts im Wege steht. Genau. Beziehungsweise wir zusammen haben wir das gemacht, ne? Also ich habe das nur vorbereitet. Die Kinderfotos mache ich immer selber. Das ist relativ anstrengend. Ein Abenteuer für sich. Ja, da kann man. Theoretisch wäre es gut, wenn ich nächstes Mal irgendwie mit Süßigkeiten locke oder so. Ich habe das ganz vergessen. Letztes Jahr hat das damit gut funktioniert. Ja, oder Zigaretten und Alkohol. Nein, das nicht. Warum Süßigkeiten? Ja, weil das funktioniert. Okay. Und dann, was ist in der Welt passiert oder in der Bloggerwelt? Anna Johnson ist schwanger. Ich freue mich so für die. Ja, Victor weiß keine Ahnung, wer von Weiß euch nicht, Anna wer das ist. Johnson kennt. Das ist eine Bloggerin auf Instagram, sehr kreativ und die haben jetzt sehr lange versucht, schwanger zu werden. Und ich freue mich, dass es jetzt beim, ich glaube, sechsten Toi, toi, toi. Kinderwunsch, Beim sechsten Versuch Anlauf. beim sechsten Anlauf funktioniert hat, ja. Beim sechsten Ja, Kinderwunsch. Kinderwunsch, Anlauf, Kinderwunsch, ja. Ja. Genau, das ist so, was es bei mir noch Neues gibt. Hast du noch irgendwas? Sonst können wir auch in das Thema starten. Was diese Woche super cool war, war das Wetter. Boah, ja, die Wir Sonne hatten strahlt. richtig Hammerwetter. Ja, das ist echt. Deswegen strahlen wir wahrscheinlich auch beide so. Du findest, ich strahle? Das hat uns echt gut getan, die Sonne. Boah, absolut. Mir Ja. geht's direkt viel besser, Ja, ja. ist wirklich so, ne? Wahnsinn. Wie schaffen es nur die Leute in Alaska zu überleben? Ganz viel Oder Vitamin-D-Tabletten. wo es so dunkel ist. Ja, in Skandinavien, wo du eigentlich mal auswandern wolltest, ist es, glaube ich, so das halbe Jahr über dunkel. Nee, da war das genau umgekehrt. Da ist es nur eine Stunde dunkel und ganz lange Tag, weil die oben am Pol da sind. Die haben lange Tage. Und auch manchmal lange Nächte. Ich glaube, genau beides Ja, extrem. ich glaube, ein halbes Jahr so und ein halbes Jahr so. Na gut, dann starten wir in das Thema Hass im Netz. Ich nenne es mal Hass im Netz. Schatz hat sich heute das Thema gewünscht. Sag mir, warum, was dich bewegt hat. Das ist eine Frage an dich, die ich habe, dass du dieses Thema dir heute gewünscht hast. Ja, ich bin ja nicht so oft im Internet unterwegs, aber ich höre von dir, was für Kommentare manchmal unter deinen Beiträgen sind. Und ja, da wollte ich mit dir drüber sprechen, was einfach bei den Leuten los ist. Ja, ich weiß auch Nett nicht, was bei denen. gesagt. Das Ja. ist ein bisschen so, wenn ich nur ab und zu mal einen Kommentar bekomme, dann erzähle ich das Victor auch gar nicht, weil ich versuche, das sofort wegzuschieben tatsächlich und dem, Ignorieren, ja. ja, dem keinen Raum in meinem Leben oder unserem Leben zu lassen, geben, weil es kam auch schon anders, dass wenn ganz viel viral geht, immer wenn Sachen viral gehen, sehen das eben auch Menschen, die es nicht interessiert und dann, keine Ahnung. Kriege ich halt, wenn ich zum Beispiel meinen Schwangerschaftsbauch postpartum zeige, Kotz-Smileys oder solche Sachen, da lache ich schon drüber. Aber jetzt, die letzten Wochen, sind zwei Beiträge viral gegangen und ja, da kriege ich. Selbst unser Podcast, der erste, den wir gedreht haben, da habe ich ja dieses, wie ich jetzt finde, nicht so mir schmeichelnde Oberteil an. Und da hat einer drunter geschrieben, ich habe Victor noch gar nicht alle erzählt, ich habe wirklich in den letzten paar Wochen richtig viele Kommentare bekommen. Was hat er geschrieben? Mehr, ne, oder sie, mehr Bauch als Titten. Irgendwie so, also Brüste. Ja. Weißt du, weil mein Bauch so zu sehen war und der war genauso groß wie meine Brüste. Mehr Wow, oh mein Gott, ich saß halt auch so wie jetzt. Klapper als Bildung, wa? Ja, das stimmt. Ah, wir lachten uns über die Kommentare auch regelrecht kaputt. Also wir oder Anja liest sie, teilt sie mir mit. Und Anja eher weniger, aber ich finde das schon. Ja, wie soll ich das nett sagen? Traurig, dass die Menschen unbedingt Negativität mitteilen wollen.
Ja, ich weiß nicht, wieso So, man, genau. wenn du nichts Nettes zu sagen hast, behalt's für dich. Genau. Weil man geht ja, das sind immer die Leute, meine Meinung, die durch die Straßen gehen, aber den Kopf gesenkt haben. Perfekt. Die den Kopf gesenkt haben und keinen Menschen angucken können, weil sie so unsicher sind, aber im Netz, wie sagt da einer, da kommen die ganzen Internet-Rambos raus. Dann werden sie alle mutig. Ja, weil, aber ja, das werden die nicht durchkriegen, also Ich glaube ich denke nicht. nicht. Das ist viel zu viel überwacht. Und dann werden die Ja. Menschen sich schon dagegen sträuben. Aber es ist noch nicht mal so nur gegen Blogger, also jetzt gegen mich. Also was war denn dann noch? Boah. Ja, ich versuche es dir gesagt, immer gut Kriege zu ich eigentlich keine verdrängen. Hasskommentare? Nein, du bist. Das einzige Mal, dass du irgendwie angesprochen. Also doch, du kriegst. Also Hass würde ich es jetzt nicht Ja, nennen. Mobbing, keine Ahnung was, Ja, beleidigen. also es kommen so Kommentare, dass du so alt aussehen würdest. Ob du mein Vater wärst. Das ist die Weisheit. Die Die du Weisheit ausstrahlst. lässt einen altern. Oder Dann alt aussehen. haben wir doch einmal ein Posting gemacht, das weiß ich noch, in Polen, weil du ja auch Schwangerschaftsstreifen hast, auch wenn sie nicht von der Dehnungsstreifen heißen sie dann ja. Weil ich dick war. Bäm, jetzt ist es raus, Leute. Falls es ihr noch nicht gewusst habt. Falls es ihr noch nicht gewusst habt. Das hört Falls sich ihr es falsch noch an. nicht gewusst Falls habt. ihr es noch nicht gewusst habt. Dann hat er sich neben mich gestellt, Solidarität unter in einer Ach Beziehung. so, Das war ja. das Motto des Postings. Da kam, das ging auch viral. Deswegen ist Anja schwanger geworden, damit sie auch Schwangerschaftsreifen bekommt, Ja, so wie genau. ich. Mir gegen mir zuliebe. Ja, so könnte man das besser drehen, ne? Ja, es hieß dann nur, ein Mann kann so aussehen und es wird nichts gesagt, aber bei einer Frau, da heißt es, man ist solidar, wenn man sich daneben stellt oder so, ne? Aber sonst wirst du eigentlich nicht gemobbt, nein. Ich glaube, die Menschen, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht ist das so ein Ding Bin gegenüber Frauen. unwichtig. Nein, du bist sympathisch. Oder ich bin zu ehrlich. Regelmäßig kriege ich auch Cringe als Kommentar, das finde ich gar nicht schlimm. Cringe heißt doch eigentlich nur so strange, komisch, so, ne? Ja, aber es ist schon bösartig gemeint. Ja. So nach dem Motto, du bist anders, als ob anders sein uncool wäre. Also bitte. Ich habe heute so einen lustigen Songtext gehört. Was denn? Das ist von einer Band, eine deutschsprachige Band. Ja. Und da gab es so ein Zitat. Und dann hat er gesagt: Ich hoffe wirklich, du bist einzigartig. Das passt auch gut zu den Mobbern im Internet. Ich hoffe wirklich, die sind einzigartig. Das, was hatten wir noch? Ja, wegen dem Stillen, wegen dem länger Stillen als bei uns in der Gesellschaft üblich, kommt dann sowas wie, da, sowas kann doch nur eine Frau schreiben, die nicht schafft, loszulassen. Ah, die Seite. Ja, das hat gesessen. Was ich immer schlimm finde bei diesem Mobbing im Internet, die Leute kritisieren einfach nur, aber versuchen nicht, ihren eigenen Standpunkt irgendwie klarzustellen. Also so, hey, man kann als Beispiel, man kann damit aufhören, weil das und das ist auch gut. Verstehst du? Die sagen einfach nur, du machst das falsch. Aber Ja. das war's auch. Es gibt auch andere, es gibt auch welche, die wirklich konstruktive Kritik üben, Ja. aber also unter dem Beitrag mit dem Stillen, da haten sich auch gegenseitig die Frauen so ein bisschen. Zum Beispiel Jetzt Partei stillen und nicht stillen, ne? ja, aber es geht um Langzeitstill eigentlich, also nicht mal stillen und nicht stillen. Also einer hat zum Beispiel geschrieben, boah, das könnte ich nicht. Ich wollte nach so und so lange meinen Körper wieder für mich haben. Und die erste Fluppe rauchen. Und die nächste schreibt dazu, mit der Geburt deines, mit der, nein, mit dem positiven Schwangerschaftstest sollte man Egoismus ablegen. Hat Oder sie auch recht. misch dich besser nicht ein, sonst kriegen wir hier jetzt noch Hate. Nein, aber man muss Egoismus Ja, ablegen aber es, bei Gründung einer Familie. das stimmt. Das ist, da Das. gibt's, Ich weiß, da gibt's nicht mal einen Streitpunkt. aber man darf auch als Frau irgendwann seinen Körper für sich haben wollen. Das ist aber nicht Das Egoismus, ist das ist einfach genau. Zeit für sich in Nee, Anspruch sie meint nehmen. nicht Zeit, sie stillt ab, um den Körper für sich zu haben. Also es gibt, das ist ja der Grund, warum, Okay. also es gibt, ich muss eben Viktor hier einmal kurz aufklären. Also es gibt Frauen, bei denen klappt das Stillen nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Okay. Die es aber wollen. Und dann gibt es eben Frauen, es gibt Frauen, bei denen klappt das Stillen. Und dann gibt es eben Frauen, die bewusst Ja, sagen, sie wollen nicht ich stillen. verstehe das schon. Ja, und dann gibt es Frauen, die stillen und dann sagen, ich stille dann und dann ab, weil dann möchte ich meine Freiheit zurück. Oder weil es zum Beispiel mit der Arbeit nicht anders geht. Du musst mir überlegen, in der Schweiz zum Beispiel gibt es nicht Elternzeit wie hier.
Die haben nicht ein Jahr frei und kriegen Elterngeld oder so. Die gehen relativ früh wieder arbeiten, in den USA auch. Deswegen gibt es in den USA, auch wenn du auf Netflix oder so Serien guckst, dann es gibt auch so Witze darüber, weil da ist Abpumpen viel präsenter als hier, weil dort stillen die Frauen nicht ab unbedingt dann. Ja, aber es ist doch Also eine gibt es ganz Lösung. viel, sondern es gibt ganz viele, die abpumpen. Ja, wobei für uns hier in unserer Gesellschaft ist Abpumpen so, weißt du, wir lernen das ja nicht irgendwie in der Schule oder so. Also ich habe ja auch schon mal versucht abzupumpen mit einer Handpumpe. Das ist gar nicht so einfach. Ja, also man müsste da irgendwie, wenn man da, ich meine, klar, Recherchieren. bitte. Man müsste recherchieren oder was? Ja, man müsste, es wäre schön, wenn es grundsätzlich eine mehr Aufklärung darüber gibt. So Aber wie die. ich zum Beispiel nicht wusste, dass ich, wenn ich stille, wirklich weg sein kann. Also ich mache es nicht, aber ich könnte ja eine Nacht weg sein. Das Thema zieht sich schon zu lange. Ja, okay. Viel zu Ja, lange. auf jeden Fall, da hätten sich auf jeden Fall einige Frauen. Ich habe mittlerweile aufgehört, die Kommentare zu lesen, weil das macht nur traurig. Aber dann habe ich zum Beispiel bei einem Kommentar, der mich ausgelacht hat, ne, mich angegriffen hat, Lachsmilies geschrieben. Dann hat eine andere darunter geschrieben, dass ich die ja nicht ernst nehme, die Kritik. Das sagt ja so viel über mich aus und alles, weil wenn ich über Menschen lache, dachte ich mir, nein, ich habe über den Satz gelacht. Genau, ja, ich habe über den Satz gelacht. Menschen, die diesen Satz sagen, sind Wir wollen hier nicht haten, habe ich dir gesagt. sensibel. Ja, aber das war sogar eine andere Person. Naja, egal. Ja. Worüber wollen wir jetzt reden? Also, das war meine Frage an dich, wieso du dieses Thema anschneiden wolltest. Ja. Wir wechseln uns ja jetzt heute ab mit Fragen, haben wir so gesagt. Wie fühlst du dich mit diesen Kommentaren? Eigentlich zieht mich so ein Kommentar fast immer kurz runter. Ehrlich gesagt. Ich habe jetzt heute die letzten Tage gelernt, wenn ich Victor davon erzähle, geht es mir danach tatsächlich viel besser, weil in dem Moment, wenn ich es ausspreche und nicht in mich hineinfresse, weil ich es nicht schaffe, es wegzuschieben, merke ich erst, wie lächerlich der Kommentar ist. Und ich mache mich meistens lustig. Ja, er macht das sich meistens lustig. Also Nicht er über sagt, Anja, sondern über den ja. Menschen. Ich mobbe nicht, aber ich mobbe, sobald jemand gemobbt hat. Ja, da hat Viktor keine Gnade. Nee. Ich glaube, Viktor könnte nie gemobbt werden. Ich könnte gemobbt werden, aber ich würde. Ja, also Viktor ist wirklich ein Mensch, mit dem will ich nicht als Feind. Weil ich so böse bin. Ja, er ist so richtig böse. Wer war ein böses Mädchen? Du? Ja. Was hast du denn noch für eine Frage für mich? Wenn du ich wärst und diese Kommentare kriegen würdest, was würdest du tun? Das ist wieder der Unterschied von uns beiden. Du bist so eine Liebe. Ja, ich versuche immer noch Genau. lieb zu sein. Also Lachsmilies sind ja was Liebes. Und ich nicht. Ich würde wahrscheinlich immer kurz und knapp, wenn jemand schreiben würde, eklig oder weiß der Geier was, würde ich einfach nur drunter schreiben, du bist langweilig. Zack, ich würde einfach sowas. Aber du würdest antworten, Ja, ich ne? würde einfach sowas kurz und knackig. Und dann würde natürlich diese Person versuchen, mit aller Macht nochmal meine Aufmerksamkeit zu bekommen und ich würde sie ignorieren ab dem Punkt. Und dann habe ich einen neuen Fan. Es ist so. Ja, ich möchte, dass du so Menschen eigentlich gar nicht auf meiner Seite. Ja, aber das ist es. Blockieren habe ich schon auch schon lange nicht mehr Wie gemacht. hieß noch mal? Da hat einer auch einen schönen Satz gesagt. Sagt er, solange du dich über die Sachen beschwerst, die ich mache oder kommentierst, bist du kein Gegner, sondern immer noch ein Fan. Ich habe auch heute gesehen, ich folge auf TikTok oder wir folgen auf TikTok einem, das ist so ein, ich sage jetzt mal, Schönling, also ich glaube, das ist so sein Ding. Und der zeigt seine Dating-Welt, ne? Also der versucht zu daten und der ist nicht immer so, Welcher Schönling? ja, das ist, ich finde ihn ganz hübsch. Ist das ein Deutscher? Ja. Und War der mal heute, mit einer Freundin zusammen? wüsste ich nicht. Und heute hat er Hat gepostet, er mal mit einer Freundin zusammen? einer hatte kommentiert, dass sie mit ihm niemals was anfangen wollen würde, wenn er doch so und so sowas macht. Und dann hat er den Kommentar genommen und gesagt, danke, dass ihr mich trotzdem, obwohl sie möge ihn nicht. Und dann sagte er, danke, dass du, obwohl du mich nicht magst, mich trotzdem so unterstützt, denn jeder Kommentar ist eine unglaubliche Erhöhung meiner Reichweite und so weiter. Ne? Also fand ich eigentlich ganz lustig. Aber ich finde es schwierig. Also manchmal geht Hate im Netz wirklich viel krass zu weit, voll deutsch. Und man muss auch immer so sagen,
Das im Internet ist ja auch immer nur ein Teilausschnitt von dir. Man kann nicht sagen, ich mag dich nicht, weil man dich eigentlich immer noch nicht kennt, sozusagen. Man kennt den Teilausschnitt deines Lebens, Das stimmt. aber zum Beispiel, keine Ahnung, ich wirke alt oder eiskalt und frech oder sowas, aber ich bin im Herzen vielleicht ein ganz anderer Mensch, womit kein Außenstehender gerechnet hat. Ja, das So. stimmt, wenn man unauthentisch ist, stimmt das. Genau. Ich kenne ja sogar Unauthentisch? unauthentische. Aber du bist ja authentisch deswegen. Ja, aber ich habe ja auch mehrere Facetten, so Das wie jeder stimmt. andere Mensch mehrere Facetten hat. Ja, du bist sehr facettenreich. Wir beide dürfen uns gegenseitig mobben. Ja. Wollte ich nur erwähnen, das ist Teil unserer Partnerschaft. Das So ist ein halten wir die Quatsch. Liebe aufrecht. Ja. Das Feuer. Jeder darf mal ein bisschen Benzin reingießen. Nein, aber bei uns ist das ja kein richtiges Mobbing in dem Sinne. Aber wir haben, ich habe ja eine Freundin, die hat sogar ganz schlimme Nachrichten bekommen, ne? Dass sie sogar alles offline stellen musste und so weiter und zum Anwalt musste und all sowas. Also so weit darf es natürlich nie kommen. Aber deswegen passe ich wahrscheinlich auf, einfach weil ich schon gesehen habe, was es bei anderen für Auswirkungen hat. Also bis zu Drohungen, sowas, so weit darf es nicht kommen. Nie. Ja, schon wahr, aber ich denke mal, die Menschen dürfen sich das einfach nicht zu Herzen nehmen auch. Aber es ist, glaube ich, nicht so Ja, einfach. ich verstehe das, dass es schwer ist und belastet und alles, aber das Leben ist so, wie man Sachen annimmt. Wenn man zum Beispiel nur das Negative annimmt, dann zieht es einen das runter, und wenn du das Positive annimmst, pusht dich das. Ja, ich habe zum Beispiel auf Instagram, übrigens heißen wir dort, oder ich dort, bewusst mit Herz. Werbung für mich. Nein. Auf Instagram habe ich ein Story-Highlight, das heißt Danke, ihr seid toll. Und die schönsten Nachrichten, die ich bekomme, packe ich in meine Story und dann in dieses Highlight. Und da sind dann jetzt, keine Ahnung, 20 Nachrichten drin. Das sind so die, die mich so richtig berühren, ne? Also, dass ich so fast Tränen in die Augen bekommen habe, weil, ne? Vielleicht nicht jede, weil ich meine, wenn mir jetzt jemand schreibt, dass sie Depressionen hat und ich ihren Tag aufhelle, also mich berührt das richtig, diese positiven Nachrichten. Und so wie du sagst, sowas rückt manchmal, je nach Stimmung und Phase im Leben, nach hinten. Und ich habe mir, dieses Highlight ist für mich selbst, das ist gar nicht für die Community gedacht. Ich mache das für mich, dass wenn ich mal in die Situation kommen sollte, ist es übrigens noch nicht. Aber ich habe das mir dafür aufbewahrt, dass ich wirklich runtergezogen werde von Nachrichten oder das Gefühl habe, dass irgendwie keiner mich mag oder so. Kann ja sein, dass ich so ein Gefühl bekomme oder so. Auf jeden Fall, dann habe ich mir vorgenommen, einfach dieses Story-Highlight durchzulesen. Und man kann es auch sagen, es ist wie mit Kindern. Zum Beispiel, wenn das Kind die Aufmerksamkeit bekommt, wenn es frech ist, Ja, dann macht es das dann weiter. wird es immer frech sein. Und wenn es nett ist und du die Aufmerksamkeit gibst, wird es immer ne oder wird es öfter nett sein. Genauso auch mit den Kommentaren. Reagierst du nur auf die positiven? Wissen die Leute, ah, ich kriege die Wertschätzung oder ich kriege die Aufmerksamkeit, wenn ich nett bin. Kriege ich auch Aufmerksamkeit, daran habe ich gar nicht gedacht. Genau, und wenn ich aber ein A, Punkt, Punkt, Punkt bin, kriege ich keine Aufmerksamkeit. Und Stimmt. dann wird das versucht auf einen anderen Weg. Dann versuchen sie vielleicht von der untersten Schublade vielleicht zur mittleren zu gehen, normal zu schreiben. Und wenn du dann immer noch sagst, dann vielleicht gehen sie eine Stufe höher und versuchen nett zu sein. Das ist eine gute Idee, ich habe gar nicht Ja, darüber das ist nachgedacht. wie eine Erziehung mit den Kindern. Ja, also irgendwas muss man ja diesen Menschen, die so kommentieren, in denen ja bewegen. Genau. Also, dass das Sie müssen auslöst, Gefühle für dich haben, um das zu schreiben, um den Willen zu haben, sich Kontakt aufzubauen. mitzuteilen, dir mitzuteilen, genau. Sie sind also getriggert. Genau. Erregt von dir. Bitte sag das nicht so, das klingt ganz komisch, ehrlich. Nein, aber ich finde das lustig, wenn die Hater das jetzt hören. Aber Engel, Hater hören nicht unseren Podcast. Ach, Nur auch. Menschen, Kommen auch noch die Kommentare. wir mögen, kommen auf unseren Nein. Podcast. Der geht nicht Es gibt viral. keine Hater, es gibt nur Fans. Naja, nee, aber das ist ja wirklich ein interessanter Gedankengang. Ja, deswegen. Dass die, ja. Was hast du denn noch für eine Frage an mich? Dass du schon wieder so sagst. Ja, das ist gut. Du bist toll. Ja, ich habe ja gerade dich gefragt. Ich habe dich gerade gefragt, wie du damit umgehen würdest. Ach stimmt. Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit. Was mir noch aufgefallen ist, dass sich einige Leute im Netz auch darüber beschweren, dass Blogger teilweise keine negativen Nachrichten zulassen, dass sie sie dann löschen und blockieren. Also sogar Nicht-Hater finden das komisch, dass Menschen das machen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe das total.
dass man diese Menschen blockiert und nicht auf Kein seiner Mutterboden Seite. geben für sowas. Und da, auch, dass man die Sachen löscht, weil Ja. wieso sollen andere Menschen diesen Hass oder dieses Böse überhaupt sehen? Und das eine ist, dann sagen die gerne auch mal, ja, die lassen keine andere Meinung zu. Selbst wenn es so wäre. Tatsächlich, auch wenn wir persönlich versuchen, also ich, du nicht, Schatz, ich persönlich, er schüttelt übrigens den Kopf gerade, dass er das auch wirklich nicht versucht. Ich versuche, ja, nett und offen gegenüber allen Menschen zu sein, selbst den Hatern gegenüber, also so nicht irgendwie böswillig zu sein oder so. Und, aber grundsätzlich finde ich, hat jeder das Recht, seine Seite so zu gestalten, wie er oder sie es möchte. Also natürlich sollte man, keine Fake News verbreiten, also es gibt bestimmte No-Gos, Ja, ne? kein Halbwissen, kein Fake News, bla bla bla. Kein Hass, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist ja deren Seite, wenn es da um dieses Thema geht und dann geht es halt um dieses Thema. Aber ich muss auch eins sagen. Ich bin weltoffen, ich höre mir immer gerne die Sicht von Menschen an. Aber wenn mir schon einer so anfängt nach dem Motto, es gibt nur diese einzig wahre Einstellung, dann ciao. Hier gibt es halt So, nicht. das, genau, dann, das ist nicht mal Potenzial für eine Diskussion, weil er oder sie oder es sind ja schon sture Esel. Warum soll ich mich dann auch noch einlassen? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass es drei Typen von Menschen gibt. Ja, sagte sie jetzt mal so ganz pauschal. Den einen Mensch, der die Meinung anderer zulassen kann und akzeptiert, dass diese anders ist. Den anderen Mensch, der die Meinung des anderen zulässt, aber immer versuchen wir zu ändern. Und den dritten Mensch, der sich von einem Menschen, der eine andere Meinung hat und nicht umzustimmen ist, lösen muss, weil er mit diesem Menschen nicht klarkommt. Genau. Das heißt, sagen wir mal, du, keine Ahnung, ja, nee, alles, was ich jetzt sage, ist politisch inkorrekt. Lassen wir das. Aber das gibt's, diese drei. Und wir gehören zu den Menschen, die tatsächlich akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt, weil wir für uns wissen, dass wir nicht allwissend sind. Aber irgendwie denken manche Menschen, sie sind allwissend. Was ich immer Und gern fehlerfrei. Sorry. liebe, wenn mich jemand mit seinen Erfahrungen oder mit seinem Wissen bereichert. Deswegen liebt er mich so sehr. Natürlich nehme ich jetzt nicht alles auf die Goldwaage oder nicht alles überzeugt mich. Ich bin auch einer, ich hinterfrage auch Sachen. Absolut. Ja, ich bin nicht so, dass ich sage, ah, okay, super, dass es so ist und das war's. Sondern ich hinterfrage und ja, wie gesagt, jemand hat andere Lebenserfahrungen gemacht als ich oder Anja. Und dann sauge ich das auf und versuche das zu verinnerlichen, vielleicht auch daran zu wachsen, an den Erfahrungen von dem anderen So ist oder es. der anderen. So ist es. Deswegen. Und wenn sie einen guten Tipp gegeben hat, und mein, wie ich, Anja, ich sage immer zu Anja, ich bin kein Gefühlsmensch, sondern bei mir ist alles Rational. rational. Und wenn man mir das gut erklärt, dann hat Ja, man mich im Boot. ich muss Viktor immer alles sachlich Ja. überzeugen, nicht emotional. Emotional brauche ich gar nicht kommen. Genau. Dann jetzt würde ich noch sagen, mein Rat für alle Menschen, die sich dazu genötigt fühlen, böse Kommentare zu schreiben. Lasst es. Wenn dich etwas triggert, dann scrolle einfach weiter. Dann wird dir das auch nicht mehr angezeigt. Das erkennt der Algorithmus. Aber wenn du kommentierst, guess what, was passiert? Es wird dir nur noch viel, viel mehr angezeigt. Was für eine Da, Ironie im das Leben. ist so. Und deswegen, wenn du dieses Thema nicht in deiner Welt, wir bestimmen, was wir sehen, nicht haben möchtest, dann scrolle einfach weiter und das Leben ist für uns alle schöner. Und ich glaube, hiermit beenden wir den Podcast schon von heute. Jetzt hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schreibt eure Kommentare drunter, was ihr von der ganzen Sache hält, was ihr für Erfahrungen habt Ja. oder wie ihr regieren würdet. Das würde uns auch interessieren. Und Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. nächste Woche wieder. Genau, folgt unserem Kanal, lasst uns ein Like da. Ich liebe dich. Und wir lieben euch auch. Bis Bis dann, ding, ding.